Folge Nummer 23 von Let's Play Ratchet und Clank. Wir sind hier immer noch im Gadgetron Hauptquartier und müssen hier auf jeden Fall noch neue Geräte suchen und an den Blags vorbeikommen, was, sag ich mal, denke ich mal, nicht so schwer sein sollte. Weil die Typen, die hocken sowieso nur an allen jeder einzelnen Stelle, von daher kriege ich die ganz schnell down. Ich glaube, da hat gerade auch irgendwas auf mich geschossen. Oh je. Gadgetron Testroboter. Ja, ey, hörst bitte mal auf, mich dauert die ganze Zeit damit zu bewerfen, du Eierkopf. Nö. Tschüss. Der Blagfutz hier hat da doch ein paar mehr auf uns angesetzt als nur drei, die da vorne standen. Oder klonen die sich dauernd die ganze Zeit. Kann natürlich auch sein. Überall kleines Getier und so und ja. Sowas muss man natürlich alles eliminieren. Vor allem diese komischen Eier da, die dann immer auf mich zugeschossen kommen und meinen, mich irgendwie zerstören zu müssen. Die finde ich richtig widerlich. Ach, mit dem He-Punch wird das Thema. So, dass ich mir einfach mal ein bisschen Gesundheit mal spare. Nehmen wir jetzt wieder unseren Visi-Bombenwerfer. Machen damit noch ordentlich ein bisschen Krach. So, der ist auch weg. Ich hab's nämlich nie gern, wenn mir da unten einer im Nacken sitzt. Halt nicht so wie der andere da. Leck mich doch am Arsch, du dummes, dummes Spiel. Mann, oh, ey. Ich glaube, man merkt. Ich bin kurz davor, wieder einen meiner berühmten Ausraster zu kriegen. Also ich versuche es wirklich in diesem Let's Play zu unterdrücken. Und bisher klappt es ja auch. Es ist ja bisher nichts wirklich Bösartiges passiert, nur dass ich halt immer wieder halt hier umfalle und von allen möglichen Rotzpuppen. Was ist denn jetzt passiert?
Ja, jetzt sind wir schon wieder an der gleichen Stelle wie gerade eben. Ich bin echt mal gespannt, ob überhaupt der Ton immer noch aufgenommen wird. Das wäre schon mal super zu wissen. Und ja, er wird immer noch aufgenommen. Gut, dann brauche ich ja mich nicht jetzt nicht nochmal ums Headset kümmern. Ja, wollte er sich nochmal verziehen, der Eierkopf. Das ist von Anfang an so gemacht, als wäre gar nichts passiert, Mann. Aber nö, ich hab's ja dann anders gemacht. Muss mal nachladen hier. Ich hab wohl dann ein paar tolle Sonderangebote. Eine Schönheit. Eine gute Wahl. So, jetzt sterben wir hier komischen Roboterhunde. So, auf die Grindschiene. Dann bin ich doch hoffentlich irgendwann mal fertig. Wie viel ist denn das noch? Na, ein kleines Stückchen. Wow, es hat geklappt, unglaublich. Ey, schaut euch das mal an, Mann. An manchen Stellen hört man meine Stimme gar nicht, ey. Es regt mich richtig auf. Ihr müsst doch meine Stimme die ganze Zeit hören. Aber ich werde mal was ausprobieren nach der nächsten Folge, ob das dann besser ist. Super, jetzt dürfen wir uns wieder verziehen. Boom. Ich hätte der eine Typ, der trifft mich hier außen, Alter. Nee, doch nicht. Wundert mich ein bisschen. Weil so trifft mich jede einzelne dämliche Qualle. Und dann ist sowieso mal vorbei.
Ey, das ist doch nicht dein Ernst, ey. So, warum funktioniert das nicht? Genial, jetzt geht der Controller auch noch aus. So. Das regt mich so bestialisch auf, dass wir hier wieder in die anderen beiden dreckigen Räume sitzen. Das ist eine extra hier, diese Eierköpfe nochmal umbringen, ey. Was? Ihr kommt mit dem hier? Ist das richtig? Ich schieße auf dich. Alter! Der ist ja kleiner Hessort, Alter! Ich hab nur noch ein Leben, Alter. Wenn ich jetzt sterbe, ich zerstöre meinen Controller. Ihr wollt schon meinen, ey. Ihr freut euch doch, dass ihr das alle hört hier. Wie ich mich aufrege. Wollt ihr alle hören? Ey, jetzt beißt mich dieser Dreckshund! Jetzt habe ich dieses scheiß Schiff da hinten durchboxen, ey. Triple, triple! Ah, Schaden und Double. Ja, pass auf, der trifft mich, der trifft mich! Die Hugenotte, Alter. Wie lang ist die Folge eigentlich mittlerweile? Ich habe gar nicht drauf geguckt. Wie lang? Nee, da können wir noch ein paar Minuten machen. Ich bin ja nicht alleine hier und guck hier, wie lange ich die Let's Plays aufnehmen kann. Das ist noch ein Kumpel von mir. Der aber unerkannt werden und unerkannt bleiben möchte. Der mich mittlerweile schon mindestens dreimal beruhigen musste, bevor ich meinen Controller fast in die Wand geschmissen hätte. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig heute. Ich glaube, so lange wie jetzt zocken war nicht so gut für mich. Vor allem nicht zocken, kommentieren, das geht 12 Stunden am Stück bei mir gar nicht. Damit ihr wisst, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Seit heute um 12.30 Uhr. Wir haben heute den 1. Februar. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange das jetzt schon mein Kopf... Nee. Wie lange mein Kopf dieses Spiel jetzt schon aushalten muss, und zwar 23 Folgen lang.
Deswegen mache ich jetzt kurz mal eine kleine Pause. Und dann geht's morgen oder irgendwann anders weiter mit Teil Nummer 24, der dann hochgeladen wird. Also, ich bin euer Klarnix. Haut da rein.